dritten Anlauf klappt es dann auch mit dem Ton hier bei uns und willkommen zurück hier zur Frühstücksbörse. Donnerstag heute, 10. März um Viertel vor plus 2 Minuten, also kurz vor 10 hier die aktuelle Uhrzeit. Ja, Aktienmärkte haben gestern einen Schub auf der Long-Seite erhalten. Grund dafür, Gründe dafür, könnte es einige geben, die durchaus mögliche Variante vielleicht ja weiterer diplomatischer Lösungen oder Beziehungen entsprechend hier bezüglich der zwischen der Ukraine und der russischen Seite. Auf der anderen Seite Nachrichten hier bei Tagesschau, die weiterhin sagen, dass also man scheinbar hier die Armee stärker zusammenzieht in oder um Kiew. Gleichwohl natürlich insgesamt die Lage nach wie vor scheinbar auf der Verlustseite der Russen sehr hoch zu sein scheint. Also insgesamt nicht so erfolgreicher Vorstoß dort Putins. Auf der anderen Seite bekommen wir mit, dass hier die Abwehrsysteme, Patriot-Raketen, also scheinbar weiterhin an die Grenzen dort zusammengezogen werden. Und dann ganz klar natürlich Krieg der Bilder, wie es immer ist. Beide Seiten beschuldigen sich gegenseitig. Bittere Veranstalten natürlich am Ende die Bevölkerung, die leidet. Ja, in welche Richtung geht das ganze Thema weiter? Wir hatten gestern kurzfristige Standpunkte bezüglich des Ölmarktes erhalten, woraufhin der Ölpreis abgestürzt war, kann man ja fast sagen. Wobei die Frage abgestürzt, aus welcher Höhe, also 115 knappe, drückte dann wiederum in Richtung 100 US-Dollar. Also 15-17% Preisreduzierung am gestrigen Handelstages aufgrund der Äußerung, dass also die OPEC scheinbar zusammenstehen werde und man also die Ausstoßmenge, die Fördermenge quasi entsprechend erhöht. So die Idee jedenfalls ausgehend von den Kommentaren seitens der Saudis. Also bekommen wir das als solches dann mit. Schauen wir mal, wie sich die Situation weiterhin bewegt. Aktuell riecht die Gesamtlage so ein bisschen danach, als wäre das erste Feuer vielleicht schon leicht hier verstummt. Wir sehen nämlich, die Aktienmärkte ziehen sogar leicht abwärts weiter. Das heißt hier, gerade der Dow hatte vorblößlich ein Stückchen weit hier die untere Seite antesten können. Der Ölmarkt legte wiederum leicht zu, also so ein bisschen wiederum leichte Risk-Off-Bewegung. Gucken wir uns den DAX dazu an. Der deutsche Aktienindex, der sich jetzt hier zeigt, fängt auch entsprechend an, hier weiterhin leichte Abgaben hier zu zeigen. Frage natürlich, inwiefern das jetzt hier eine Trendwende wiederum ist. Ich glaube nach wie vor nicht, dass dieser gesamte Konflikt weiterhin inklusive natürlich der kriegerischen Auseinandersetzung hier bereits durchgefochten ist. Die Angebote der westlichen Seite, respektive natürlich Zelenskys, könnten hier vielleicht für Beruhigung entsprechend sorgen. Auf der anderen Seite mutmaßen natürlich dann auch wiederum weitere Beobachter mit der oder auch rund um das Thema, dass aktuell natürlich dann Zugeständnisse einer Kapitulation der ukrainischen Seite gleich käme. Also insgesamt verworrene Situation. Antworten habe ich natürlich ebenso wenig vielleicht wie die meisten von uns, bis auf, dass wir natürlich uns alle wünschen würden, dass die Auseinandersetzung dort weiterhin schnellstmöglich beendet wird. Zu den aktuellen Positionen sehen wir, dass der Neuseeland-Dollar sich so ein bisschen weiterhin hier aus der Deckung wagt, würde ich sagen. Auf der anderen Seite aber auch nicht so richtig aus dem Quark kommt. Das heißt hier, mein Stop-Loss aktuell 68,70, hatte den leicht erhöht, heißt, ich bin dort in der Position erst einmal noch drin geblieben. Wir sehen insgesamt also hier vor allen Dingen diese Widerstandstrendlinie. Ich sehe diese Widerstandstrendlinie, die natürlich vielleicht hier den Markt mit weiterhin Abwärtsdruck weiter unterstützen oder am Leben halten dürfte. Plus natürlich auch hier dem gleitenden Durchschnitt, den wir hier quasi haben, an dem wir ja gerade ein Stück weit scheitern. Das wäre die Variante, die ich jedenfalls hier derzeit sehe. Auf der anderen Seite, der Dollarindex fängt an, sich leicht zu berappeln, deutete aber gestern natürlich eine durchaus starke Umkehrformation an und könnte natürlich hier auch weiterhin erstmal auf der Short-Seite für Potenzial sorgen. Heißt also, Dollarindex handelt schwächer, sorgt natürlich dann im Umkehrschluss dazu oder dafür, dass der Markt auf der Short-Seite sich dann weiterhin natürlich in der Abwärtsrichtung orientiert. Also Dollar schwach heißt natürlich dann hier entsprechend Neuseeland-Dollar dürfte zulegen, der Euro, das Pfund, der aussieht und so weiter. Der heutige Handelstag gespickt von wichtiger Nachricht, Leitzinsentscheidung hier nachher. Gerade eine Grilleinladung von guten Freunden aus dem süddeutschen Raum hier
erhalten. Das heißt, der wird mich nachher dann zur Grillung bewegen. Aber der liebe Kollege Ewald, bei dem ich eingeladen bin, hier Deutscher, seiner lieben Frau hier gerade, hat auch einen großen Bildschirm, da er online arbeitet, viele Sachen online organisiert. Und in dem Fall also werde ich nachher das Webinar aus seiner Villa, schöne Poolvilla hier gemietet, erhalten. Heißt, wir treffen uns auf jeden Fall nachher zur Leitzentscheidung, Entscheidung, schauen, was passiert, was wir hier an Nachrichtenlage heraushören können. Wenn es wichtig ist, gucken wir nochmal, ob wir das Ganze dann auch bis zur Pressekonferenz durchziehen. Ich erwarte aber das Folgende aktuell hier. Heißt, Risikopositivität in den Märkten scheint sich weiterhin hier leicht zu bestätigen. Die Goldpreise gestern verlierend unterwegs. Der Silbermarkt schwächer unterwegs. Heißt, Euro-Dollar könnte durchaus weiterhin zulegen, allerdings vielleicht auch nicht ewig langfristig. Das heißt für mich, ich würde hier nach Short-Einstiegen vielleicht suchen und gucken, dass ich hier mehrere Positionen mir aufbaue, um dort dann vielleicht weiteres Abwärtspotenzial hier auf dem Buche haben zu können. Also fangen wir mit einer Position mal bereits an. Heißt, ich nehme jetzt hier schon eine kleine Position im Markt ein mit dem Stop-Loss, mit der Stop-Loss-Variante hier oben auf wieder oder am Widerstandsbereich. Wenn der Markt also hier weiterhin zulegt, gucken wir, wie wir mit der Situation dann weiter umgehen. Ich gehe allerdings davon aus, dass hier alsbald der Markt sich weiterhin der Short-Seite nähern dürfte. Zum einen kommen die nächsten Widerstandsbereiche. Zum anderen erhalten wir ja in der nächsten Woche am Mittwochbereich Nachricht von der Federal Reserve. Leitzinsentscheidung dürfte also dort den Markt weiterhin vielleicht zugunsten des US-Dollars begünstigen. Heißt also mehrere Möglichkeiten vielleicht hier, gleich, obwohl ich gleich gestehen muss, die Position ein bisschen zu groß. Wir bleiben erstmal bei einem Kontrakt hier. Ich will das Pulver nicht direkt am Anfang verschießen. Gucken wir mal, was haben wir hier oben dann? Genau, 2900 in etwa, knappe 1,5% Verlust. Heißt, ich wäre hier durchaus bereit, hier die Aufwärtsbewegung vielleicht nachher im Laufe des Handelstages weiterhin zu vergrößern. Heißt dann auch hier, sollte der Markt sich in Richtung 1,11, 1,1140 bewegen, das sind immerhin noch gute 110 Pips, dann könnten wir hier eine erneute Position vielleicht hinzufügen, bis wir irgendwann eine gesamte Position haben oder und mit unserer kleinen Positionsgröße dann hier vielleicht etwas weniger auf dem Buche erstmal vor uns her schieben, aber mittelfristig natürlich dann einiges an Abwärtspotenzial vielleicht erwarten könnten. Die Märkte, wie gesagt, deuten mir gerade an, dass vielleicht hier noch ein wenig mehr auf der Short-Seite zu sehen sein dürfte. Das Ganze geht weiter auch im Pfund. Da sind wir nicht ganz an unserer Widerstandszone dran. Heißt also, das Pfund kann sich noch nicht so richtig abwärts orientieren, fängt aber auch schon an, langsam hier nach unten zu zucken. Auch hier dürfte es spannend werden, vor allem gerade in der letzten, im Verlauf der letzten Handelsstunde. Ich freute mich vorhin schon und dachte, super, das Pfund legt weiterhin zu, Risk on. Aktienmärkte drehen leicht auf. Das Pfund könnte sich bewegen in Richtung genau der 1,32er Marke, musste sich allerdings dann kurz unter dem 1,32er Widerstandsbereich bereits geschlagen geben. Jetzt würde ich hier noch nicht reingehen oder nicht mehr hereingehen, weil der Markt bereits schon gute 35 Pips ja gefallen war. Heißt also, ich harre hier der Dinge und warte erst einmal ab, wie sich die Lage nachher weiterhin dann zeigt und inwiefern natürlich der Markt sich hier vielleicht weiterhin abwärts bewegt. Zielzonen, Ausgangszonen hatten wir mehrfach angesprochen, dürften relativ klar sein aktuell. Parallel dazu haben wir unseren Kiwi-Trade noch offen. Auch der läuft nicht ganz in unsere Richtung, scheint sich aber gerade hier ein wenig geschlagen geben zu müssen und zwar unterhalb oder an einem Widerstandsbereich, wie gesagt, Stop-Loss 68,70. Auch der könnte sich natürlich im Laufe der Handelstage hier weiterhin bewegen. Vielleicht ja sogar sollte er diese Widerstandszone durchhalten, dann bis hin in die oder bis hin zur nächsten Woche, wenn wir uns dann zur FED wiederum zur FED-Sitzung zusammensetzen. Auch das fände ich weiterhin also spannend zu schauen, wie die Lage hier weiterhin sich ausgeht. Bei dem gesamten Säbelrasseln und der kriegerischen Auseinandersetzung sehe ich jedenfalls noch keinerlei großartige Entspannung. Vor allen Dingen, und damit komme ich zu den Aktienmärkten, nicht für die Aktienmärkte, denn die inflationäre Preissteigerung, Teuerungsraten insgesamt hier könnten und dürften weiterhin zu einem Problem natürlich werden. Gestern mit einem guten Freund gesprochen aus Deutschland, ehemaliger Kohlehändler, hat viel für die südlichen Hütten in Deutschland, in Mitteldeutschland natürlich auch dort an Kohle importiert aus vornehmlich Russland, teils Brasilien, sagte gestern zu mir, klar, man wird den Kohlemarkt substituieren können. Zum einen, zum anderen ist ja der Ausstieg schon lange Zeit unterwegs, um vielleicht kurzfristig auch Energie einsparen zu können, würde er davon ausgehen, heißt übrigens auch Frank, der Gute, dass man
also vielleicht doch ein Stückchen weit auch sparen sollte. Sparen für den Krieg auf der einen Seite oder um weiter natürlich größtmöglichen Druck auf Putin dort zu erfolgen. Sein Thema natürlich selber, seine Frau kommt aus Russland, entsprechend auch mindestens gegen den Krieg natürlich wie sehr viele Russen. Allerdings natürlich die Medienmeinung in Russland natürlich eine andere, als wir sie hier in der westlichen Seite, im westlichen Welt genießen. Aber auch er ist dort vorsichtig, er hat natürlich auch sein Pulver weiterhin hier aus den Finanzmärkten herausgezogen. Geht er davon aus, dass die Lage noch ein wenig prekärer sein könnte. Also Öl, der andere Punkt natürlich, den man, und den haben wir ja gestern, wie gesagt, bereits durch die OPEC-Äußerung mitbekommen. Da kann es dann schnell gehen, auch mal auf der Gegenseite. Die Märkte ein Stück weit auf der schwächeren Ebene unterwegs. Heißt aktuell 106, 107 Widerstandsbereich bis hier hoch zu 115, etwa diese blaue Handelsbox hier, die für mich erst einmal, jetzt haben wir nun zwar noch jetzt knappe 20 Tage, weniger Handelstage in diesem Monat März, aber wenn der Markt sich an dieser Zone geschlagen geben sollte, könnten wir natürlich vielleicht mal ein wenig Gegenwind hier auf der Short-Seite sehen. Die Fragestellung natürlich dann, wie gesagt, wie sich die Märkte hier entsprechend präsentieren. Kann man hier so eine Art von paralleler Preisbewegung in den Märkten ja anzeigen oder sehen? Bin dort unsicher, aber wenn wir uns mal so parallele Zonen anschauen, einen gewissen Trendkanal, würde sich hier ein gewisser Schluss sogar gerade wie die Faust aufs Auge bemerkbar machen. Könnte also dafür sprechen, dass wir vielleicht hier einen maximalen Widerstandspunkt im Ölpreis bereits gesehen haben. Nicht der Fall ist das Ganze natürlich, wenn der Markt weiterhin nach oben zieht, wenn wir wiederum hier die Widerstandszonen herausnehmen und entsprechend weiter zulegen bis zu 128, 142, wäre das natürlich hier ein großes Thema. Wie gesagt, die Aktienmärkte fangen schon wieder an, so leichte abwärts sich zu orientieren. Das heißt, ich bleibe dabei. Dow Jones knickt leicht nach unten zurück, spricht für mich auch an dieser Trendlinie natürlich nach einem gewissen Kurswechsel. Märkte könnten sich also, wie gesagt, in dem Zusammenhang hier abwärts bewegen. Tech-Werte hatte ich eben gerade schon im englischsprachigen Webinar angesprochen. Vielleicht da mal einen kleinen Umweg auch in Richtung der Techies, die wir ja hier in den letzten Monaten allesamt immer stark besprochen haben und die natürlich durchs Dach gelobt wurden. Unternehmenstechnisch gesehen jedenfalls. Amazon fängt an, leicht zuzulegen, hatte jedenfalls in den letzten Handelstagen hier Verluste erleiden müssen. Große Fragestellung natürlich auch in Richtung Apple und deren Geschäftsmodelle im Allgemeinen. Also wie viel mehr Marktanteil kann man sich dort erhalten? Wie viel mehr Wachstum in die Zukunft wird also hier erwartet werden können von den großen Tech-Unternehmen? Ich bin dort nicht unbedingt extrem optimistisch eingestellt. Klar, natürlich Cloud-Geschäft, Musikgeschäft, gerade Apple Music, Microsoft ebenso. Cloud spart natürlich stark unterwegs. Insgesamt auch die verrückte Veranstaltung rings um Tesla, die natürlich weiterhin spannend sein dürfte. Allerdings die Bewertung Tesla mit Sicherheit auch weiter am Marktanteil positiv beeinflusst werden. Mittlerweile natürlich auch eine Tonne an Cash dort im Laden zu finden. Heißt also, inwiefern kann aber dann trotzdem das Geschäftsmodell von Tesla weiterhin sich positiv bewegen? Bei Facebook sehen wir ja bereits, dass dort starke Verluste unterwegs im Aktienkurs jedenfalls sich bemerkbar gemacht haben. Auch da sehen wir eine gewisse Facebook-Community insgesamt. Wenn man Mark Zuckerberg glauben darf, dann wird sich alles oder der größte Teil unseres Lebens, also alsbald nur noch in einer Online-Datenwelt zeigen. Die Punkte allerdings natürlich, die hier klar sind nach wie vor, inwiefern das hier weiterhin auch eine zukunftssichere unternehmenstechnische ein Vorteil sich zeigt hier im Aktienkurs. Parallel dann Netflix ebenso, Covid-19 ganz klar stark davon profitiert, zieht abwärts. Und wenn wir uns natürlich dann Zoom angucken, hochgelobt, stark zugelegte rund um den 60er, 70er Bereich hier bis zur 580 etwa aufwärts, jetzt wieder schön in der Gegenrichtung unterwegs. Also inwiefern haben die Techies hier aktuell weiterhin Potenzial. Aktuell sehen wir seit Wochen ja gleiches Thema hier, dass die Militärsparte hier, Rheinmetall vielleicht um einen zu nennen aus Deutschland, Lockheed Martin nach wie vor massiv positiv unterwegs sind. Ja, wer dort investieren möchte, ja, dann entsprechend natürlich hier einiges an Möglichkeiten.
in den Märkten, gerade was die Militär- oder Verteidigung, Defense-Sparte anbelangt. Ansonsten sehe ich nach wie vor eher eine Shift-Bewegung weg, vielleicht von leichter tech-wertiger Wirtschaftsleistung ein bisschen in Richtung den S&P 500 oder auch den Dow Joneses vielleicht dieser Welt. Der DAX, wie gesagt, hier ebenso leicht im Verlust unterwegs, gleichwohl natürlich auch der DAX im Allgemeinen bereits auf sehr breiter Unterstützung unterwegs ist und diese scheinbar für den Moment jedenfalls auch verteidigt. Fragestellung, wie gesagt, hier, wie geht's mit der Krise weiter und inwiefern wird hier noch entsprechend mehr Säbelrasseln passieren, wenn die Raketen feuern und die Kanonen schießen, natürlich meistens eher bessere Zeiten, um dort wiederum erneut zu investieren. Frage natürlich hier, inwiefern das an den Märkten aktuell mit weiterem Aufwärtspotenzial weiterläuft. Fragen von Ihrer Seite aus? Habe ich irgendwas hier übersehen? Aktuell nichts. Genau, dann mache ich mich jetzt hier mal etwas aus dem Staub. Wir sehen uns nachher in und um die Leitzinsentscheidung in der Eurozone. Ganz klar, gucken wir uns an. Wie gesagt, würde mich nicht wundern, wenn der Markt sich aufwärts bewegt zunächst, würde dann aber auch durchaus alsbald wiederum hier im Verkaufsbereich unterwegs sein. Gucken wir mal weiter, gesponnen unsere gewisse Trendlinie. Hier hätten wir vielleicht bis zum, wo wäre das hier, bis zum, ja, 16., 17., das wäre genau bis zur nächsten Woche, könnte sich Aufwärtspotenzial ergeben. Dann kommt wieder der gleitende Durchschnitt hier in die Quere und dann kommt vor allen Dingen auch hier die vertikale Trendlinie. Das wäre nämlich dann genau rings um die Leitzinsentscheidung der Vereinigten Staaten. Wir gucken mal und warten ab. Wie gesagt, ich bleibe dabei. Ich sehe hier eher den Euro auf der schwachen Seite. In diesem Sinne, viel Erfolg weiter, alles Gute, bis nachher, machen Sie es gut. Ciao, ciao.